Liebe mytischtennis.de User, beim FIDA-Turnier in Amman schafften es Kilian Ort und Franziska Schreiner immerhin bis ins Viertelfinale. Von Montag bis Sonntag steigt an gleicher Stelle in Jordanien ein ranghöheres WTT-Contender-Turnier. Mit dabei Dimitri Ovtcharov, Benedikt Duda, Kai Stumper, Fan Bumeng und Yuan Wan. Die beiden letztgenannten müssen beim mit 75.000 US-Dollar dotierten Event zuvor noch in der Qualifikation ran. Schon in Runde 2 warten auf beide Deutsche höchstwahrscheinlich Duelle mit Chinesen. Wan geht zudem im Doppel mit der Polin Natalia Bajor an den Start. Parallel geht's auch in der Tischtennis-Bundesliga Schlag auf Schlag weiter. Grenzau und Bad Königshofen beenden zunächst den 16. Spieltag. Der 17. beginnt schon am Dienstag mit der Partie Borussia Düsseldorf gegen Mainz 05 und dauert bis kommenden Montag an, wenn sich Fulda und Ochsenhausen gegenüberstehen. Während Bad Königshofen, Mühlhausen und Bremen weiter um die Playoff-Ränge kämpfen, stecken Grenzau, Fulda und Bergneustadt mitten im Abstiegskampf. In der Damenbundesliga stehen 4 Partien auf dem Programm. Unter anderem ist Schlusslicht ESV Weil zweimal im Einsatz, während Berlin zum Spitzenspiel, das tabellarisch eigentlich keins ist, nach Langstadt reist. Wir halten Sie auf mytischtennis.de mit Ansetzungen, Ergebnissen und Berichten natürlich auf dem Laufenden und wünschen Ihnen eine sportliche Woche.